hereingeflattert und damit herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley mit mir, dem Scherbenklang. Da sind wir wieder hier auf dem Scherbenhof, der allerdings hier nach und nach hier ein bisschen schöner und hochwertiger wird. Und heute würde ich, glaube ich, gerne hier so ein bisschen umbauen, denn wir haben hier die Qualitätssprinkler, ne? Die sind sehr gut. Die bewässern hier jeden Morgen 8 Felder um sich herum. In der Mitte ist dann der 9. quasi, das 9. Feld. Und dafür habe ich halt hier ein bisschen Holz und Stein mitgenommen zum Bauen von Wegen und so. Die Katze haben wir gerade schon gekrault und dann gucken wir noch mal ein bisschen hier in den Wetterbericht für morgen. Morgen wird es hier wunderschön und was sagt der Wahrsager? Die Eiser sind heute etwas genervt. Glück wird heute nicht auf unserer Seite sein. Schade. Aber was sagt denn der Brief hier? Komm beim Laden vorbei und schau dir die neuen Angeln an, die ich verkaufe. Die sind die besten, die man mit Geld kaufen kann und du kannst sie mit verschiedenen Ausrüstungsteilen ausstatten. Hoffentlich bis bald, Willi. Ah, sehr schön. Dann müssen wir vielleicht heute auch nochmal zum Strand gehen. Mal gucken. Ui, Blitz und Donner hier. Und der Mais ist fertig. Das gefällt mir. Und der Hopfen ist auch fertig. Den können wir dann gleich alles abgeben hier. Wobei davor würde ich, glaube ich, nochmal hier in die Höhle gucken. Ob wir denn da jetzt wieder neue Pilze haben? Na, leider nicht. Schade. Können wir da eigentlich Dünger reingeben? Dass die vielleicht noch besser wachsen? Geht das? Das würde ich gerne gerade mal ausprobieren. Wo haben wir denn unseren Dünger? Wahrscheinlich in der hellen Kiste oder hier? Ach guck mal, ich habe gerade was gesehen. Das ist Dünger und das ist auch Saat. Das muss natürlich hier rein. Und wir haben ja noch 2 Krabbenreusen. Und ein paar... Na, ich würde gerne hier an die Kiste. Köder würde ich da gerne reingeben. Ich weiß nicht, wie viel man da braucht. Ich nehme jetzt mal 2 Stück mit. Und dann habe ich jetzt den Dünger mitgenommen. Natürlich nicht. Alles an alles gedacht, nur nicht an das. Ach, da haben wir den Dünger. Würde ich gerade mal mitnehmen. Gucken, ob wir das reingeben können. Ob die dann besser werden oder nicht. Oder bewässern muss ich sie nicht. Aber können wir das hier reingeben? Nee, können wir nicht. Also düngern können wir die nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, der Dünger kommt wieder weg. In die falsche Kiste. Jetzt jault hier wieder irgendwas. Ich will immer noch wissen, was das ist, ne? So, Hopfen und Mais, der wird verkauft. Den Rest behalten wir. Na, wie machen wir es denn? So. Kann ich die auch hier reinschmeißen? Das geht scheinbar nicht. Aber wir können die hier bestimmt in den großen See schmeißen. Oder, ah, ich weiß, was ich damit mache. Ich schmeiß die ans Meer. Glaube ich noch viel besser. Dann können wir da immer hingehen und schön hier das ganze Zeug dann holen. Hier muss ich jetzt mal kurz überlegen, wie ich das mit dem... Mit Feldern mache. Jetzt mal hier ein bisschen Kahlschlag. Könnten die Felder links auch ein bisschen anders anordnen langfristig, ne? Wie viel haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnte die hier auch übereinander, untereinander bauen, ne? Dann wäre das aber blöd mit der den Vogelscheuchen. Wobei, wir könnten da auch den Steinweg einfach doppelt breit bauen. Weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich stelle jetzt einfach mal her. Die Fischreusen würde ich, glaube ich, tatsächlich am Meer hinlegen. So, dann würde ich nämlich sagen, wir bauen hier den Weg noch hin. Ui, hallo Blitz. Danke, dass du mich nicht getroffen hast. Und dann könnten wir hier die Wege dran bauen. Oder wie machen wir es? Ich überlege gerade. Ich würde noch einen sehr, sehr breiten Weg hier hinbauen. Das wird auch gehen. Sieht das dann komisch aus? Oder? Ah, schon ein bisschen sehr breit, ne? Das Geräusch immer. So.
Dann haben wir, hätten wir jetzt hier Sachen für die Felder und hier kommt dann 1, 2, 3, 4, 5 dran. Dann würde ich, glaube ich, hier die Felder auch ein bisschen umordnen. Der Baum muss weichen. Tut mir leid. Weg mit der Natur. Weg mit der Natur. Weg mit der Natur. Natur ist böse. Produziert Sauerstoff. Die muss ganz schnell weichen hier. Sauerstoff brauchen wir nicht. So, hier will ich, glaube ich, mal weiter mit der Sense durchgehen. Auch wenn wir das hier leider nicht gebrauchen können, das grüne Gras. Aber hier mal ein bisschen mit aufräumen hier. So. Schon viel besser. 5. Ach, jetzt habe ich da hinten falsch angefangen. Ah, verdammt. Ich würde das ja eigentlich ganz anders machen hier. Hier müssen wir anfangen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ein Zug fährt hier durch. Da renne ich jetzt mal hin. Habe ich, glaube ich, gerade den langen Weg genommen, ne? Ah, ich hätte den Weg nehmen müssen. Jetzt verpassen wir den Zug. Egal, dann laufen wir zurück. Ich habe nämlich letztens gesehen, tatsächlich bei Fortuna Frani, als sie das auf Twitch gespielt hat. Da kann man hinlaufen zum Zug und dann hinterlassen die Gegenstände. Da schmeißen die Gegenstände vom Board. Aber jetzt bin ich gerade schon falsch gelaufen. Ich glaube, das lohnt sich nicht, nochmal hinterher zu rennen. Da würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal nochmal gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen das mitnehmen. So, Holzpfade brauchen wir einige. 30 Stück, vielleicht reicht das. Bin mir nicht sicher. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Dann haben wir das und dann kommt hier noch ein Weg hin. Ey, Unkraut, weg mit dir hier. Kein Weg mehr. Das Gewitter macht mir so ein bisschen Angst, ne? Gewittert hier die ganze Zeit. So, 17 Steine. Dann würde ich nämlich hier die Felder reinbauen. 10 Stück insgesamt. Und hier würde ich dann mit den anderen Feldern anfangen hier. So. Und dann machen wir den Weg hier noch ein bisschen anders. Dann müssten wir den da oben auch anpassen, ne? Wie kann ich den wieder mitnehmen? Einfach draufhauen. Okay. So ist, glaube ich, besser. Und dann machen wir hier den Weg drumrum. Dann kann der Weg aber auch hier gerade sein. Zacke. So, und dann können wir hier theoretisch den Zaun bauen. Ich habe doch einen Fehler gemacht, ne? Ja, eigentlich habe ich jetzt einen Fehler gebaut. Okay, hier würde ich das vielleicht nochmal anders designen dann. Aber ich lasse erstmal den Weg hier, damit das da im Durchlaufen schöner ist. Und dann würde ich, glaube ich, nochmal ein bisschen Holzzäune herstellen. Also 30 Stück oder so, dass wir hier vielleicht einen Weg noch durch haben hier.
Echt alles zugewuchert, ne? Doch. Da kommt man schon nicht mehr durch hier. Würde ich es, glaube ich, wieder genauso machen, dass ich dort die Tore reinbaue. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir? 4? Dann haben wir nämlich da einen schönen Durchgang. Das ist, glaube ich, ganz schön. 2 Tore brauche ich noch. So, dann sieht das auch schon nach was aus hier, ne? Die Scherbenfarm, die wird ja mittlerweile hier ganz schön langsam hübsch hier. So, und hier bauen wir auch einen Zaun. Den würde ich, glaube ich, auch hier quer durchbauen. Können wir das? Ne. Können wir nicht abholzen? Das Ding steht da im Weg. Aber den Baum können wir wegholzen. Der muss weichen. So, dann haben wir auch wieder Baumaterial. Und dann würde ich hier nochmal... 3 brauchen wir, glaube ich. Ach, 1 zu viel. Egal, wir brauchen hier nachher eh nochmal 2. Vielleicht jetzt einfach schon mal her. Sehr gut. So, dann haben wir nämlich hier was zum Gießen. Wir haben hier einen Weg mittlerweile durch. Hier kommen nachher die Bienchen hin. Das da kommt weg. Und dann haben wir hier mittlerweile auch einen schönen Zaun durch. Da kann es dann weitergehen. Ja, und hier die Sprinkleranlagen, die würde ich nachher hier oben vielleicht auch anders bauen oder hier unten nochmal. Aber erstmal so, dass wir hier was drum haben. Sehr schön. Haben wir doch schon was geschafft heute. So, dann das ganze Grünzeug. Das würde ich dann mal hier lassen. Baumaterialien lasse ich in dem roten. So. Stein lassen wir hier. Rest... hier in das rote Ding rein. Und dann nehmen wir die Krabbenreuse mit. Dann gehen wir damit nochmal zum Meer und wir könnten versuchen, hier eine Melone mitzunehmen für Demetrius. Demetrius? Wie hieß er nochmal? Wo sind die denn? Ich habe doch hier irgendwo habe ich eine Melone gelassen. Wenn man wüsste, wo, ne? Nee. Den Brennofen stelle ich jetzt einfach mal daneben. Die Hühnerstatue, nee, die brauchen wir noch nicht. Melone? Nicht gefunden. Auch keine Melone. Den Lehm nehme ich mal mit, den packe ich mit in die andere Kiste. Oder habe ich die Melone vielleicht schon aus Versehen verkauft hier? Ahne Schlimmes. Ah, ich glaube, ich habe die aus Versehen ausgegeben oder irgendwo hier verkauft oder so. Die Brenneröfen, die kommen hier hin. Und hier haben wir ja eh Zeug für... Ach, da habe ich die gelassen. Gut, dann ab nach Demetrius. Ich hoffe, wir treffen den noch an. Ich muss mal kurz überlegen, wo haben wir den denn? Ist der vielleicht abends da auch in der Bar oder so? Oder vielleicht zu Hause? Wir schauen mal bei denen zu Hause nach, ob er da vielleicht zu finden ist. Und ich muss, glaube ich, nochmal irgendwie da diesen Apparillo nochmal
mir angucken. Weil jetzt sind wir hier schon, ne? Komm, dann machen wir das erstmal hier. Violett und gewöhnlich, die müssen wir hier lassen. Exoten. So, dann haben wir das auch fast schon fertig. Und hier kommt der Pilz rein. Ach, wir hätten auch eine Schatzkiste mitnehmen können für den Strand. Und dann könnten wir hier die Krabbenreuse reinstellen, ne? Geht das nicht sogar? Mal gucken, ob ich hier Demetrius noch finde. Hübchen, einmal mitnehmen bitte. Hier oben wohnen die doch, ne? Vielleicht kann ich da noch rein nach Hause? Ich weiß es nicht. Ah, lassen die mich noch rein? Ne. 20 Uhr geschlossen. Keine Chance mehr hier. Dann würde ich einmal noch schnell zum Strand rennen. Und mal schauen, dass wir dort noch die Krabbenreuse hingestellt bekommen mit zwei Ködern hier. Mit der Melone gucke ich dann mal am nächsten Tag, ob wir das nochmal schaffen. Demetrius die geben. Ach, guck mal, das ist wieder Regenwürmer und wir haben ein Teleport-Totem bekommen. Auch sehr schön, immerhin. Na, wird vielleicht ein bisschen spät, ne? So, Krabbenreuse. So, das müsste reichen. Gibt es hier vielleicht nochmal Regenwürmer oder irgendwie was, was hier rumliegt? Nee, ne? Schade. Ja, wir könnten uns jetzt auch teleportieren, aber ganz ehrlich, das ist eigentlich unnötig. Nichts gefunden. Waschbären sind wieder da, George. Die Waschbären sind wieder da. Was haben wir hier? Tomate. Tomate zu Willi. Ich weiß nicht, ob ich noch Tomaten habe. Bin ich mir gerade nicht sicher. Würde ich deswegen jetzt nicht annehmen, weil ich noch nicht weiß, ob ich da wirklich noch Tomaten habe. Liegt hier noch was rum? Und so findet man ja hier auch was. Nee, leider nicht. Schade. Und wenig Regenwürmer, ne? Ich habe auch schon mal mehr. Aber gut, dann lasse ich das mal hier. Das Totem und das Grünzeug, wo lasse ich das denn mal? Totem habe ich, glaube ich, auch hier. Und die Nelken lasse ich mal hier. Dann nehme ich mal das Holz mit und verbrenne das mal für Kohle. Will ich mal eben austesten. Wie viel brauchen wir denn da? 10 Stück. Okay. 10 Stück sind das. Und dann nehmen wir nochmal hier die Köder mit. Wo sind sie? In der hellblauen Kiste. Ein bisschen Holz und dann eine Kiste und das Holz da wieder rein. Sehr gut, dann können wir nämlich das morgen hier zum Strand bringen. Und können dann da schön Fische fangen. Na, hallo, jetzt geht's. Ah, nur 1000 heute. Aber der Sommer hat sich gelohnt, ne? Rein wirtschaftlich hier. Heute hat Willi Geburtstag, ne? Aber ich bringe mal einen Fisch vorbei oder so. Hoffe, der freut sich drüber. So, was sagt der Wetterbericht? Morgen ist wieder Sturm. Was sagt unser Wahrsager? Höchst unzufrieden sind sie mit uns. Okay, na gut. Ah, Peperoni ist wieder hier fertig. Sehr schön. Ah, schade, jetzt sind die Tomaten fertig. Dann hätte ich Willi auch eine Tomate mitbringen können. Und gleich noch ein Geburtstagsgeschenk. Naja. Sollte wohl nicht sein. Ich
freue mich gerade schon so ein bisschen auf den Winter, weil wir dann so viel auch dort in der Höhle da verbringen werden, in der... In der Mine meine ich, in der Gegend dort. So, Wasser einmal. Ja, ich finde den Weg in der Mitte so ein bisschen übertrieben. Der ist drei Wege breit. Weiß nicht, vielleicht können wir danach auch was anderes als diese Steine hinpacken. Ach, da war noch Mais fertig. Siehst du mal. Na, haben wir noch genug Wasser? Ne. Na, das ärgert mich jedes Mal, dass ich hier zurücklaufen muss. So. Wir könnten eigentlich theoretisch die Axt verbessern, ne? Die Idee finde ich gerade gar nicht mal so schlecht. Ob das mache ich? Komm, wir verbessern mal die Axt. Dann brauche ich hier Eisenbarren, 5 Stück. Und Kohle nehme ich mal mit. Eisenbarren nehme ich mit. Die Deluxe-Köder, ne? Habe ich da, glaube ich, umentschieden. Die lasse ich, glaube ich, mal hier. Die lasse ich bei den Fischen. Mal gucken, haben wir jetzt hier was Neues in der Bude hier? So, warte mal, 5 Stück. Jetzt haben wir irgendwas mit diesem Aperillo angestellt. Mal gucken. Weiß nicht, was das ergibt. Bin ich mal gespannt. Ach ja, und ich will ja eh zu Willi. Das heißt, ich sollte noch einen Fisch mitnehmen für sein Geburtstagsgeschenk. Was nehmen wir denn mal? Hier so eine schöne Regenbogenforelle. Auch eine hochwertige tatsächlich. Also, da wird er sich hoffentlich drüber freuen. Ach und... Ah ne, die Köder habe ich mit. Die Köder habe ich mit. Dann können wir hier langlaufen. Draußen haben wir alles. Kaufen brauchen wir, glaube ich, auch diesen Monat erstmal nichts mehr. Dann können wir erstmal zu Willi hier und mal gucken, ob wir da noch helfen können. Ah, heute leider kein Jobangebot, aber Willi hat Geburtstag. Dann bewegen wir uns mal hier schnell zum Strand runter. Irgendwo hier unten ist der. Ach, Levis, Hallöchen. Die Mondlichtquallen werden bald hier sein. Sie sind eine meiner Lieblingsattraktionen hier im Tal. Oh ja, das war voll schön, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, die waren richtig cool. Und guck mal, da ist sogar was drin. Können wir gleich nochmal Köder da hinstellen und dann die Kiste. Ich hoffe, hier ist die safe. Und dann packen wir das hier so lange rein. Schön dunkelblau. Na, wobei eine Abstufung... Nee, doch die dunkle. Die dunkle ist gut. Dann haben wir hier auch die Krabbenreusen. Da würde ich nachher gerne noch ein paar mehr hinstellen. Und dann gucken wir mal beim Willi vorbei und schenken ihm hier einen tollen Fisch. Was hältst du davon? Oh, ein Geburtstagsgeschenk, danke. Manche Fische kommen und gehen mit den Jahreszeiten. Ah ja, das kannten wir schon. Was hat er denn hier so zum Kaufen? Fischräucherer. Seegelee, Flussgelee und Höhlengelee. Uiuiui. Das klingt schwierig. Krabbenreusen könnten wir kaufen, ist zu teuer. Zeigt an, welcher Fisch an der Leine ist, bevor er gefangen wird. Interessant. Erhöht die Beißrate von Fischen etwas. Fische entkommen langsamer, wenn du sie nicht entkurbelst. Oh, das ist ja cool.
Fügt Gewichte zur Fischleiste hinzu und verhindert damit, dass sie am Grund herumspringt. Bambusstange, Übungsangel, Fiberglas, Iridium. Das ist, glaube ich, hier die beste. Am Wasser benutzt, um Fische zu fangen. Da können wir dann einen so einen Köder und einen so ein Ding da anbringen, ne? Und Fische können wir hier kaufen. Schwarzbarsch, Blaubarsch. Naja, gut. Ob das vielleicht nach Jahreszeit wechselt? Ich glaube schon, oder? Dann könnte man ja sogar vielleicht theoretisch dort die Sachen für das Gemeinschaftszentrum kaufen. So, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen beeilen hier. Ach, Abigail, hallöchen. Na? Ich würde gerne in einem alten Bauernhaus leben, so wie du. Dann komm mich doch mal besuchen. Hätte ich nichts gegen. Fände ich cool. So, schnell zum Schmied. Werkzeuge verbessern. Die Stahlaxt hätte ich gerne. So, ein paar Tage ist sie dann fertig. Dann können wir auch besser Holz hacken. Frage, was wir jetzt machen. Gehen wir mal in der Höhle angeln? Ach, Pam, hallöchen. Ein Bauernhof im Ort zu haben, ist gut für unser Städtchen. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich würde das mal versuchen. Ich glaube, ich gehe mal in die Höhle. Und angel da mal ein bisschen. Haben wir auch, glaube ich, noch nie gemacht, ne? Die haben wir echt noch nicht gemacht. Stimmt. Ach, guck mal, eine Gewürzbeere. Nehme ich natürlich hier sofort mit. Hallo, Linus. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich mit Fremden rede. Die meisten Leute mögen keinen wilden Mann. Och. Weiß ich gar nicht, welches Stockwerk das war. War das 20? War das das 20. Stockwerk? Ah ja, guck mal hier. Dann versuchen wir mal unser Glück hier. Ah, die Axt zu verbessern war gerade ganz schön teuer, du. Super, Treibholz. In der Höhle. Treibholz in der Höhle. Das finde ich auch mal spannend, du. Ah, Grünalge, immerhin. Gucken, was wir hier so fangen. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall eine Menge Grünalgen. Mehr gibt's hier nicht. Ist tot. Gekippt das Gewässer. Ich glaube, am 40. Stockwerk ist auch nochmal ein See, ne? Bei 60 aber glaube ich nicht. Okay, ich glaube, unsere Angel ist nicht gut genug. Wir angeln hier nur Müll. Vielleicht beißen hier auch einfach keine Fische an unserer tollen Bambusstange. Obwohl, ja, mal gucken, vielleicht mit Laufe der Jahreszahl, der Uhrzeit verändert sich das ja auch nochmal ein bisschen hier, ne? Ach, Treffer. Und den kriegen wir auch gut gefangen. Sehr schön. Unser erster Höhlenfisch, was haben wir denn da? Einen indischen Glaswels. Und gleich mega guten. Ein bleicher, blinder Fisch, der in Untergrundseen gefunden werden kann. Oh, da haben wir doch was bekommen. Ist doch schön. Vielleicht sogar den besten hier davon, ne? Da haben wir irgendwie Glück mit, ne? Wir kriegen viele so die allerbesten Qualitäten hier. Eine Weißalge. Die sind super schleimig. Ja, lecker. So genau will ich das gar nicht wissen hier. Wir sollten, glaube ich, auch nochmal gleich zur Abenteurergilde gehen. Bin ich, glaube ich, gleich ein bisschen früher hier. Aus der Höhle verschwinden. Noch einer. Über eine Zeitung. Wie kommt hier zur Hölle eigentlich eine durchweichte Zeitung rein? Und wie lange liegt die hier schon, frage ich mich. Weil vielleicht hat auch jemand einfach hier die Bildzeitung entsorgt. Würde mich auch nicht wundern.
Komische Blatt. Da wirklich noch nicht mal meine Kartoffelschalen drin ein, du. Selbst die haben Besseres verdient. Ey, sogar zwei. Was haben wir denn gerade für ein Glück hier? Das sind zweimal die besten Qualitäten. Dieses Pfeifen vom Wind hier drin, ne? Hört sich irgendwie cool an. Ich mag die Geräuschkulisse hier auch in dem Spiel. Die haben sie gut hingekriegt, finde ich. Obwohl das hier auch so eine 2D-Pixel-Grafik nur ist. Die Soundkulisse haben sie drauf hier, finde ich. Okay, Weißalgen sind hier das Gebot der Stunde. Wobei, wir haben schon 8 Sachen rausgeangelt, ne? 2 Fische, 6 Algen. Immerhin. Ein Stück Treibholz, super. Der nächste Fisch. Mal gucken, ob das auch wieder so einer ist und ob das auch wieder so eine Qualität ist. Das wäre ja krass. Wieder so ein Fisch. Neuer Größenrekord, aber diesmal eine andere Qualität. So eine Alge. Kann man hier scheinbar gut angeln. Weiß auch gar nicht, was man damit noch so macht, ne? Gucken, ob das jetzt wieder so ein Fisch wird. Ob das hier geht, dass man hier Krabbenreusen reinstellt. Der dritte von dieser Qualität. Der bringt sogar ganze 98 Energie, ne? Ist richtig gut eigentlich für sowas hier. Und man kann hier scheinbar in der Höhle gut angeln hier. Oh. Und eigentlich noch gar nicht hier drücken. Ah, 41 Energie noch. Dann haben wir da auch nicht mehr. Haben wir eine Grünalge. Um ungefähr 21 Uhr oder so würde ich dann auch gleich zurücklaufen. Weil wir haben auch, glaube ich, hier gerade keine Energie mehr so wirklich. Wobei, wir können die Gewürzbeere essen. Dann geht das noch ein bisschen hier. Eine Joja-Cola. Ja, wer hätte es gedacht? Die gibt es auch überall, ne? So, komm, dann angeln wir doch noch ein bisschen. Ich finde es schön, dass wir jetzt auch den größeren Rucksack haben, ne? Ja, das ist das Erste, was ich mir immer kaufe, glaube ich, du. Und? Ah, Treibholz. Kein Glück hier. Oh, was gefangen? Und wieder so ein Fisch. Aber wieder eine andere Qualität. 39 Energie haben wir noch. Das kostet immer 7, glaube ich, hier. 7 Energiepunkte. Wir kriegen auch nachher, glaube ich, irgendwie Sternfrüchte oder so, ne? Irgendwas gab es doch da. Dass man sein Energieniveau hier erhöhen konnte, dass man mehr Ohr über den Tag verteilt hat. Weil hier angelt man echt gut, ne? Also einiges schon bekommen hier, ne? Gut, den Müll, aber lass mich jetzt mal außen vor. Treffer. Sehr schön. Komm her, mein Fischi. So, einmal angel ich, glaube ich, noch. Vielleicht auch zweimal, wenn es noch schnell geht, aber danach nicht mehr. Wir müssen auch bald wieder nach Hause, ne? Dass wir hier dann morgen verschlafen.
Doch, the last one. Ja, langsam sind wir erschöpft, glaube ich wohl. Ganzen Abend hier in der dunklen Höhle angeln. Eine Joja-Kohle haben wir bekommen. Okay. Das schmeißen wir alles weg. Okay, 2 Joja-Kohle, 8 Weißalgen, 4 Grünalgen, 4 von diesen indischen Glaswälzen mit Goldklasse und 3 sogar mit der richtig guten. Krass. Hier können wir uns übrigens auch nochmal Schatzkisten eigentlich reinstellen, ne? Sollten wir vielleicht auch mal tun. So, was sagt die Abenteurergilde? Er ist zurück. Ja, erfolgreich hier. Und wieder, was haben wir denn hier? Wir müssen noch 900 Schleime töten. Oje, oje. Die Höhleninsekten haben wir fertig. Staubgeister haben wir auch schon 49. Ach, das sind diese kleinen Kohlebällchen da, glaube ich, diese Rußmännchen. Schleime müssen wir echt noch ganz schön viele töten. Fledermäuse haben wir schon einige. Ein paar Gegner kennen wir noch gar nicht. Steinkrabben. Okay. Was gibt's hier? Hier können wir Waffen kaufen. Ein Holzhammer. Ui. Okay. Templerklinge. Würde halt einem ehrenhaften Ritter. Okay. Kampfstiefel. Plus 3 Verteidigung. Das klingt schön. Kritische Trefferchance. Schleuder, Wandschwert. Ja, und der Insektenkopf. Ne, aber den haben wir ja schon. So, dann würde ich jetzt mal schnell nach Hause. Ich rüste jetzt auch mal die Sense aus. Dass ich hier nicht aus Versehen zuschlage oder so. Das ist uns immer ein bisschen unglücklich. Und dann laufen wir, glaube ich, mal den oberen Weg nach Hause. Beim nächsten Mal muss ich zum Zug rennen. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Mal zu schauen, was es dann da so Schönes gibt. Hier liegt, glaube ich, nichts rum, ne? Ist aber auch ein bisschen dunkel geworden hier. So, ich glaube, die Fische würde ich hier auch schon mal dann einschmeißen. Und das andere Zeug hier rein. Und die Cola-Dose, die kommt hier hinein. Sehr gut. Und dann gehen wir mal für heute schlafen. Eigentlich irgendwann jemand das nächste Mal Geburtstag? Ah, nee. Der Buchhändler kommt am 27. zuerst wieder. Okay. 2000 Gold haben wir gemacht. Sehr, sehr gut. So, und heute regnet's. Das heißt, wir könnten vielleicht da ein bisschen was umbauen. Oder mal schauen, was wir hier noch mit den Leuten machen. Na, guck mal, einige mögen uns mittlerweile auch so ein bisschen. Also viele, nicht alle, aber viele. Okay, gut. Dann bis zur nächsten Folge. Wir werden mal gucken, was wir da heute machen. Macht's gut. Und schaut gerne mal bei Twitch und beim Discord-Server vorbei. Würde mich freuen. Und dann, bis dann. Tschüss.